und herzlich willkommen. Mein Name ist Ariad EVM. Ich bin Musikerin und komme aus Österreich. Leute, ich möchte euch hiermit einen schönen Frühlingsanfang 2020 wünschen. Momentan in einem Studio und arbeite dort an Songs, Liedern, Eigenkompositionen, Coversongs, Instrumentalmusik und so weiter. Auch an anstehender Arbeit von mir wie A Day in the Life, My Path, dann verschiedene Serien, Different Series und weitere Dinge in Englisch, Deutsch und weiteren Sprachen. Auf jeden Fall verbringe ich sehr viel Zeit in dem Studio und arbeite dort sehr hart und es geht auch einiges weiter. Zu der momentanigen Situation habe ich ein Gedicht geschrieben und das möchte ich gern vortragen und let's go. Die Sonne scheint, der Frühling ist da, doch ist es ein Frühling wie jedes Jahr. Weniger Autos, mehr Ruhe, gezwungenermaßen schließt die Schule. Alle daheim, fast keine Arbeit, viele Menschen bangen mit Zeit. Keiner weiß wirklich den Anfang vom Ausbruch, Mediziner, Apotheker wollen den Versuch. Den Versuch für ein Mittel, um die Sache zu stoppen, können Hygienemaßnahmen im Miteinander das Mittel doppen. Auf jeden Fall höre ich verschiedene Ansichten, viele Theorien und mutmaßliche Geschichten. Doch selbst der erfolgreichste Jäger wird einmal zum Gejagten. Das Ende der Geschichte zeigt dann nur, wie wir Menschen klagten. Helft dort, wo Hilfe benötigt wird, denn keiner weiß wirklich, was sich hinter dem Virus verbirgt. Ja Leute, diese paar Zeilen, dieses kleine Gedicht habe ich geschrieben, aufgrund dem ganzen Input, was ich bekommen habe, um ein bisschen auszubrechen und dass ich das mal rauslasse. In diese Richtung geht es. Ich hoffe, ihr könnt mit den Sätzen, mit den Zeilen was anfangen und wünsche euch auch, dass ihr euch irgendwie abreagieren könnt mit dem ganzen Material, mit dem ganzen Input, mit der ganzen Thematik, was man bekommt, weil es einen fast überrennt. Auf jeden Fall, Leute, ich wünsche jedem alles Gute, viel Gesundheit und mehr kann ich im Moment nicht sagen. Nochmal einen schönen Frühlingsanfang 2020. Wir sehen uns. Ciao.
Ja. Ja, du, es war besetzt.